Ohne Scheiß, das sind hier. Wenn es wirklich stimmt, das sind nur noch 17 Quests. 17. Mit der hier zusammengezählt. Die ist schon mit reingerechnet. 17 Quests. Oh. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Liste stimmt. Wir werden uns überraschen lassen. Es kann auch sein, dass es noch länger geht. Perplex und zugenäht. Ich glaube euch und euren Freunden ja. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als euch zu glauben. Aber weshalb dauert das denn so lange? Wo ist das ganze Edeladamantit? Ich werde von der ganzen Warterei noch verrückt, sage ich euch. Das verstehe ich nur zu gut, Master Kokun. Ich glaube, bei uns allen liegen gerade die Nerven blank. Gibt es denn vielleicht noch etwas, bei dem wir behilflich sein können? Nein, hier ist alles erledigt und getan. Wie ich schon sagte, nun steht und fällt das ganze Unterfangen mit eurem Edeladamantit. Der Rest des Bundes treibt sich doch auch in kleinen Schalarien herum, oder nicht? Geht doch nach den anderen, nach denen sehen, ob sie auch keinen Blödsinn anstellen, damit wir mir am meisten geholfen. Jetzt sollen wir erstmal... Ja, Troll. Warum muss ich ja immer Babysitter spielen? In dem Fall werde ich den Schlüssel zu dem Elementbrüter zurückgeben und mich noch einmal vergewissern, dass dort auch keine Probleme aufgetreten sind. Du hast nichts Konkretes mehr zu tun, oder? Wir wollten uns vor all dem alle vor dem Iteriten in der Siedlung treffen, wenn wir mit unseren diversen Aufträgen fertig sind. Vielleicht findest du dort ja bereits einige unserer Freunde vor. Ja, ich teleportiere mich aber dahin. Wenn es genehm ist. Ich laufe den Weg nicht. So langsam kriege ich einen Drehwurm, wenn ich die ganze Zeit im Kreis reite. Ist auf Dauer etwas anstrengend. Töchchen. Ja, wir warten hier auf unsere Freunde. Sag bloß, du drehst hier auch nur Däumchen. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Kisten schleppen, alle möglichen Viecher fangen. Aber es ist fraglich, ob wir tatsächlich nützlich waren oder einfach nur beschäftigt worden sind. Ich sehe darin kein Problem. Wäre ja noch schöner, wenn du nur hier herumlungern würdest, obwohl noch ein ganzer Berg Arbeit zu tun ist. Sieht man von der Beladung und der Bemannung einmal ab, laufen die Vorbereitungen für die Arche wie am Schnürchen. Jetzt müsste nur noch das Problem um den Ätherantrieb behoben werden. Ah, ihr seid ihr also. Der Austausch zwischen den Loporit und Schalayan läuft ganz wunderbar. Ihre Anwesenheit sorgt teils für Erleichterung, teils spornt es die Arbeiter an, noch bis zur letzten Sekunde Anpassungen vorzunehmen. Living Way und die anderen wollten sich den Forschern anschließen. Ich habe sie gerade eben verabschiedet. Fürs Erste. Also fehlt jetzt nur noch das Edeladamantit. Alfino, hörst du mich? Krile hier. Das Warten hat ein Ende. Ruf alle zusammen und komm zum Hafen. Schnell! Wenn man vom Eifel spricht. Gehen wir. Der hat einen Tee vergessen. Meister Fourchenot, bitte verzeiht die Störung. Ich bringe dringliche Kunde. Antaliaks Pforte. Also, wie soll ich das am besten sagen? Dort ist das pure Chaos ausgebrochen.
wir um etwas Platz bitten dürften? Das. Bei den Göttern ist das alles. Was ist denn hier los? Piraten, Luftschiffe und weiß der Behemoth was noch? Und sie alle kommen mit Lieferungen? Besser spät als nie, was? Wie versprochen, dicke, fette Beute. Und die Henkershorde hat den größten Fang an Land gezogen, das sag ich euch. Weil ihr die Kisten aus Uldar und Gridania geladen habt, werd nicht arrogant. Oh, Verzeihung. Das Herzoglein ist wohl ein schlechter Verlierer. Dabei warst du dir zu fein, Dalamut Splitter die Stirn zu bieten. Verleumdung. Bis zum Eingang bin ich gegangen. Außerdem habe ich mein diplomatisches Geschick spielen lassen und meine eigenen Piraten zum Beutezug gebeten. Luftpiraten nämlich. Schon klar. Ich bin ganz weit gegangen. Bis zum Eingang. Ich habe ganz viel getan. Bis zum Eingang. Steht vorm Eingang und pudert seine Perücke. Kann lieber einer ins Wasser werfen? Was für Götter sind Comedy? Ja, da wird machen. Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Lange ist es her. Sehr lange. Hancock und Soroban, du bist auch gekommen. Selbstverständlich. Wir sind die Repräsentanten der östlichen Verbände und bringen göttliche Schätze, allagische Artefakte und mehr. Ich bin auch hier. Hallo. Der verehrteste, älteste Bunshin hat mir aufgetragen, die göttlichen Schätze der Blaupanzer herzubringen. Aber allein kann ich doch gar nicht alles tragen. Also bin ich zu der Konföderation gegangen, um sie um Hilfe zu bitten. Zufällig traf ich dort dann Hancock. Hancock greift. Es ist eine beachtliche Menge zusammengekommen, wie ihr seht. Weitaus mehr als erwartet. Und da alles schleunigst geliefert werden sollte, habe ich kurzerhand einen alten Bekannten darum gebeten, sein wunderbares Schiff borgen zu dürfen. Du liebe Güte, die göttlichen Schätze und derart viele allergische Artefakte zusammenzutragen, das muss eine ganze Menge Geld gekostet haben. Oh, fürchtet der junge Herr eine saftige Rechnung, wenn alles vorbei ist? Ich versichere, es besteht keinerlei Grund zur Sorge. Die Ostaldenat Handelsgesellschaft und ihr ehrenwerter Vorsitzender Lolorito Nanarito tun ihr Äußerstes, um, Zitat, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und eine rosige Zukunft zu sichern. Außerdem haben wir bereits eine beträchtliche Geldsumme vom Bund der Morgenröte erhalten. Eine großzügige Finanzierung, die all das hier erst möglich gemacht hat. Was ihr seht, ist letztlich allein euch zuzuschreiben. Ist das so? Eine großzügige Finanzierung? Hat da etwa jemand die Schatzmeisterin des Bundes unterschätzt? Ich bin doch kein Geizhals. Wenn ich investiere, dann richtig. Wozu denn sonst die ganze Mäßigung und all die anstrengenden Nebenerwerbe? Das allein war es aber nicht und stand diesmal auch eine äußerst großzügige Gönnerin zur Seite.
Ist das so? Eine ganz wunderbare Dame, die den Bund der Morgenröte schon klammheimlich unterstützt hat, als er ihre Mutter in den Kinderschuhen steckte. Mutter, du? Ja, denk dir nur, Alter, was soll ich für eine Familie? Entschuldigung. So gibt die Frau mein ganzes Geld aus. Irgendwo muss das Geld schließlich hin. Wir können unseren Familientresor schlecht mit auf die Arche nehmen, oder? Ja. Unser Vermögen zurückzulassen wäre auch Unsinn. Und wenn es doch nützlich angelegt werden kann? Ich glaube, der nächste Ehestreit ist vorprogrammiert. Warum nicht? Der nächste Ehestreit ist vorprogrammiert. Ja, denkt sie, so mühsam habe ich mich jahrelang mein ganzes Geld zusammengespart und jetzt hau sie froh, dass man da einmal auf den Kopf gestellt. Das ist ja längst nicht mehr nur das Ilsabad-Chor, das mitgeholfen hat. Ich sagte doch bereits, dass ich beträchtliche Kontakte vorzuweisen habe. Na. Irmel, du hast Krile also geholfen? Nachdem wir uns im Labyrinthos das letzte Mal gesehen hatten, erhielt ich noch einen Brief von der werten Dame hier. In ihm legte sie mir die Ziele des Bundes der Morgenröte dar und bat um die helfenden Hände und die weitschweifenden Kontakte der Klauber, die ja nun die ganze Welt bereisen. Dies ist kein Verrat an Schalajan, das will ich betonen. All das Wissen, das wir über die Jahre gesammelt haben, darf gerne gen Mond geflogen werden. Aber eines können wir mit Sicherheit sagen. Wir, die das ganze Gestirn bereisen, um zu sammeln und zu katalogisieren. Es gibt noch so vieles, das wir nicht kennen. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dem Bund zu helfen, sich gegen diese Apokalypse zu stemmen. Nicht, dass wir dadurch weniger Arbeit gehabt hätten. Zeit für Pausen gönnt uns die Morgenröte genauso wenig. Zu guter Letzt haben wir noch eine besonders essentielle Ressource aufgetan. Bitte sehr, die allerletzte Fuhre Helfer. Na. Natürlich. Ich habe gehört, wir bauen ein Raumschiff? Ich habe drauf gewartet. Ihr habt doch nicht gedacht, dass ihr uns aus einem solch monumentalen Projekt ausschließen könnt, wo die Metallwerke doch sonst bei allen Untergangsszenarien vertreten sind. Meine Lieblingsmusik im Hintergrund. Seht, schön euch zu sehen. Ganz recht. Die Galons Metallwerke stets zu Diensten. Irgendwer muss ja schließlich die ganzen Berge Material in die Arche einbauen. Und Alpha! No! Krile hat uns damit beauftragt, Dalamuts Splitter in Mordona anzugehen. Allerdings hätten die verbliebenen Mitglieder des Bundes nicht ausgereicht, um all die Abwehrmechanismen auszuschalten. Glücklicherweise traten dann die Klauber auf den Plan und baten um Hilfe. So haben sich alle tapferen Schatzsucher in Frohe Halde zusammengetan und mit angepackt. Und stellt euch vor, unter ihnen war eine erstaunlich große Anzahl von Goblins. Schlafix ist gar mit einer kleinen Armee angerückt, ganz der Meister von Frohe Halde, um den Gefallen zu erwidern, den ihr seiner Tochter Rundblocks einst erwiesen habt. Oh, echt? Die allergischen Abwehrmechanismen. Oh, wie du mir vergessen. Der Goblins. Das war vielleicht ein Anblick. Es hat gar nicht mehr aufgehört zu krachen und zu poltern. Ich überlege gerade. Ich kann mich gerade tatsächlich nicht dran erinnern. Du hier mit deinem zweibeinigen Ich? Wir sind noch immer im Weltuntergang, also kann es wohl keine vergnügliche Kreuzfahrt sein. Er ist mal wieder so charmant. Um euch noch einmal persönlich meinen Dank auszusprechen. Dafür, dass ihr euch in Garlemald so beherzt um den Schutz der unsrigen bemüht habt. Wir machen uns Freunde, kann das sein? Sie mögen zwar beschlossen haben, die Insel zu verlassen, doch sie sind und bleiben Landsleute und damit Schätze Razzatans.
Ich bin ungemein erleichtert, dass wir den Gleichheitsmann schalten. Eis und Schnee lassen muss. Zumal mir zugetragen wurde, dass ihr diese Apokalypse nicht widerstandslos hinnehmen wollt. Und als ein Kind dieses Gestirns liegt es mir sehr am Herzen, euch nun in diesem Kampf zu unterstützen. Da wird wohl auch bedeutend in das Ende der Drachen. Ihr erinnert euch sicher, als ich das letzte Mal von meinem Vater sprach. Midgard Sommer, der Drache, der zwischen Midgard Sommer, Drachi! Seine Schuppen absorbierten den wenigen Äther, Drachi, der zwischen den Sternen strömt, und wandelten ihn in eine tragende Kraft. Drachi! Sie ließ ihn diese immense Reise wohl erst bewerkstelligen. Wenn ihr nun also ein Schiff bauen wollt, das durchs Sternenmeer segeln kann, so würde ich euch gerne die Schuppen meines Vaters überlassen. Die Entscheidung liegt jedoch nicht allein bei mir. Mit meinem Ruf befragte ich die meines Blutes. Das können ja nicht mehr viele sein. Ich erhielt keine Antwort von Ashtaya, wie üblich. Tiamat stimmte zu. Auch Reisvelgar ließ sein Ja erschallen. War mir eigentlich klar? Selbst mein Vater wachte für einen Wimpernschlag aus seinem tiefen Schlaf, um mir seinen Segen zu geben. Dann soll es so sein, sprach er zu mir. So bringe ich euch heute die Schuppen des Urdrachen, des Hüters. Drachi! Auf dass ihr zu der Kraft. Ich hab Drachi in Kleinformat, da hätte ich mir auch die Schuppen von nehmen können. Wie es euch vorschwebt. Eigentlich. Nein, ich hab das gesehen. Und wir helfen euch dabei, die Schuppen korrekt einzusetzen. Dank der Forschung um die Seelenwächter haben wir auf diesem Gebiet ja nun reichlich Erfahrung. Hilfe aus aller Welt. Ist ein Wunder geschehen? Nee, er kann es gar nicht fassen. Natürlich kann ich nichts versprechen. Aber wenn ich mir das ganze Material so ansehe, das ihr organisiert habt, dann sollten wir die mickrigen 6% mit Leichtigkeit knacken können. Du kommst sogar auf mehr als 6%. Und nicht nur das. Warum nur zum Mond fliegen, wenn man so auch die entferntesten Sterne erreichen könnte? Wir werden ihn bauen, den großartigsten Ätherantrieb aller Zeiten. Der andere Planeten sind der Grund dafür, wie sie mit ihre stecken. Der Bund der Morgenröte hat seinen Teil des Abkommens erfüllt. Leute. Ja, wir sind großartig, ne? Dein Geld steckt da auch ein bisschen mit drin, aber ein Pechchen. Boah, dieser Blick. Ich weiß immer nicht, ob er sauer ist oder ob er einfach desinteressiert ist oder... Oh Gott, outet ihn jetzt? Vater? Schon links, schon rechts? Oh Gott. Ich weiß nicht, was ihr beiden im Gespräch mit Heidelin zu finden hofft. Und ich weiß auch nicht, wozu ihr die Arche benutzen wollt. Sicher ist nur eines. Das Spiel mit Beiderlei hat eine direkte Auswirkung auf das Schicksal des Gestirns. Die Zukunft unzähliger Leben steht auf Messerschneide. Ein falscher Schritt und die Konsequenzen sind verheerend. Seid ihr euch dieser immensen Verantwortung bewusst? Sind wir. Wir können. Nein, wir werden diese Welt retten. Sie ist unser Zuhause und bedeutet so vielen Leuten so unendlich viel. Ihr Wohl setzen wir nicht leichtfertig aufs Spiel. Dann tragen wir diese Verantwortung gemeinsam. Ich dachte, die erste fängt an zu holen. Was auch immer ihr im Sinn habt, meine Kinder. Wir tragen sie gemeinsam. Als Familie. Als ihr beide gerade erst frisch auf der Welt wart, und ihr eure winzigen Händchen um meine Finger geschlossen habt, da dachte ich, mir zerspringt das Herz in der Brust. Ich war völlig überkommen.
von einer unbeschreiblich tiefen Liebe und blindem Glück. Und dann war da eine Entschlossenheit in mir, die sich beinahe wie Wut anfühlte. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits Mitglied des Rates und wusste um die Prophezeiung der letzten Tage. Und ich schwor, dass ich eure Zukunft nicht an dieses Unglück verlieren würde. Seither arbeitete ich wie im Wahn und setzte alles daran, die Flucht zum Mond zu ermöglichen. Es kümmerte mich nicht, was ich opfern würde und welche Brücken ich dafür einreißen musste. Mich trieb die Angst, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Nur eines war ich nie bereit aufzugeben. Den großen Louisois, meinen Vater. Ihr wisst selbst, dass er die Philosophie Schalayans anders auslegte. Je älter ich wurde, desto alberner kam mir seine Perspektive und sein Streben vor. Bis ich irgendwann überzeugt davon war, dass er ein alter Dummkopf ist. Und doch, tief in mir hoffte irgendetwas darauf, dass dieser großartige Mann ein unorthodoxes Manöver bereithalten und uns so die Rettung bringen würde. Deswegen habe ich euch nie aufgehalten, ihm nachzueifern. Und dann starb er. Im fernen Cartenau, weit weg von zu Hause, ohne seine Familie. Als ich das Verkeilungsschiff barg, das im Nordmeer gelandet war, da ergriff mich abermals feurige Entschlossenheit. Ich musste euch beschützen, komme was wolle. Und diesmal ohne Kompromisse. Selbst wenn ich euch damit zum Feind werden würde. Es kümmerte mich nicht, wie sehr ihr mich dafür hassen würdet. Ich würde den Plan zu seinem Ende führen und euch letztlich mit mir zwingen. So dachte ich zumindest. Lächelt er gerade? Unfältig ich war. Ihr seid mehr gewachsen, als ich es mir je vorzustellen gewagt habe. Mit beiden Beinen fest im Leben verfolgt ihr nun eure eigenen Ziele. Ich dachte, ich müsste euch beschützen. Dabei seid ihr selbst längst zu Beschützern anderer geworden. Da hast du recht. Es gibt so viele Dinge, die uns teuer sind und Leute, die uns am Herzen liegen. Sie sind allesamt unersetzlich. Es muss ein steiniger Weg gewesen sein, all diese Bindungen zu knüpfen. Bei Taliak, wie weit ihr gekommen seid. Ich bin so stolz auf euch. Davon erzählen wir dir sehr gern, wenn alles vorbei ist. Von allem, was wir erlebt haben. Warum habe ich jetzt noch mehr das Gefühl, dass irgendjemand sterben wird? Und von dieser harten, aber herzlichen Welt. Unzählige Geschichten haben wir für dich. Oh, was ich irgendwie... Du liebe Zeit. Ich habe ein ungutes Gefühl. Er hat es vor kurzem noch derart um euch besorgt, dass er sich nicht einmal an eure Briefe getraut hat. Meinst du, du verträgst ihre Reisegeschichten überhaupt? Amelions. Muss unbedingt die Heizung gleich anmachen? Das kann ich tun. Ich will mich außerdem bei euch für mein doch sehr garstiges Benehmen entschuldigen. Wenn ich ehrlich bin, so glaubte ich, dass sich meine Kinder vor allem wegen des Bundes fortlaufend in Gefahr brachten. Anfangs hat sein Sohn uns in Gefahr gebracht. Dein Einfluss auf sie war mir ein Dorn im Auge. Ich hab nichts gemacht. Aber letztlich bist du es, der sie so viele ihrer Erfahrungen verdanken. Und ohne dich hätten wir uns heute wohl nicht so zahlreich zusammengefunden. So danke ich dir. Und bitte habe auch weiterhin ein wachsames Auge auf meine beiden. Nun, dann schlage ich vor, wir bringen den Stein ins Rollen. Ein jeder hier ist bereit, zur Tat zu schreiten.
Wie wäre es mit einer kleinen Ansprache zum Auftakt? Was? So viele Leute hier blicken schließlich zu dir auf. Was? Nein? Einfach nein? Ich bin kein Mensch für Ansprachen. Also, eine Quote für Ansprachen? Nein. Okay. So beginnt der Kampf um unsere Heimat. Auf und davon. Totalsprache. Ich werde die nötigen Anweisungen geben, um eure vielfältigen Expertisen voll und ganz auszuschöpfen. Wir danken euch allen für die Mithilfe. Mhm. Warte mit schon. Okay, so, dann mache ich einmal ganz kurz die Heizung an und gehe einmal ganz kurz aufs Klo. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Und dufte Hallöchen. Ich hoffe, es geht allen gut. Ich kann aber gucken. Bei euch gab es das bei Daylight. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Muss ich auch irgendwann mal wieder weiterspielen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Heizung ist übrigens jetzt auch an. Also der Fahrrad dann spielen. Kann ich machen. Einer fällt ja jetzt bei Dead by Daylight leider immer weg. Der Sio ist ja leider bis irgendwann nächstes Jahr hoch im Norden. Das heißt, wir haben sowieso einen Platz bei der Pelöre voll. Also mindestens ein bis zwei Plätze haben wir immer frei. Ja, wäre sehr cool. Für gewöhnlich spielen wir das eigentlich immer sonntags, außer jetzt, wo Endwalker gerade läuft. Also morgen wird auch kein Together zu spielen kommen. Ab nächste Woche gibt es wieder Dead by Daylight wahrscheinlich. Ein paar Ründchen, aber bin müde. Oh, das glaube ich. Wie lange hast du das denn gemacht? Wenn ich fragen darf. Also gespielt. Gestreamt. Danke, Hybrid. Bei mir sind die Streams zurzeit immer so 12 Stunden. Außer heute. Genau, spielen wir zusammen. Wie gesagt, würde mich freuen. Gerne dann auch einfach Bescheid sagen. Also. Bei Dead by Daylight bin ich da immer ganz froh, wenn mal ein paar Leute mitmachen. Für gewöhnlich haben wir ja eine feste Gruppe, aber wie gesagt, ein Platz ist ja sowieso frei, der andere ist mal besetzt, meine ich. Also, ja, ein bis zwei sind immer frei. In der Regel. Jo. Die Kerkst. Die will ich haben. Genau, Halbe, danke für die Spoilerwarnung. Wollte ich gerade nur sagen. Wer Endwalker selber noch spielen möchte, sollte am besten ausmachen. Wir gehen Richtung Ende. Deswegen. Nur kurz vor 10 online gegangen. Okay, ja gut. Ist schon aber schon recht lang, ne? Ja, aber schon recht lang. Also bei mir, ja, ist zur Zeit immer so zwischen 5 und 12 Stunden. Ich habe Sitzfleisch. Habe aber die Nacht nicht geschlafen, deswegen jetzt müde. Kenn ich. So ging es mir gestern. Diese Nacht habe ich ein bisschen länger und besser geschlafen. Beziehungsweise ich habe 2 Stunden vorgeschlafen, dann war ich glaube ich 4 Stunden wach, habe noch PlayStation umgezockt. Dann habe ich wieder geschlafen bis, ich glaube, kurz nach 10. Also ja, müde fühle ich.
Ich lasse euch richtig hart spoilern und beschwert euch dann. Ich bin ja froh, dass du dich eben nicht beschwerst. Ich meine, dich haben wir mehr als genug verwarnt, Hybrid. Wir sind das Verwarnens müde geworden. Wir sind einfach müde geworden davon. So. Ich würde aber sagen, wir sprechen ja immer mit Alfino. Endlich hat sich der Hafen wieder etwas gelehrt. Schneit es gerade? Ach, scheiße, sehe ich gerade nicht. Ist es immer noch egal. Beim Ende guckst du aber weg. Morgen. Wenn wir es morgen beenden sollten. Sowohl das edle Adamantit als auch die unzähligen allergischen Artefakte sind dank der Klauber mittlerweile ins Labyrinthus. Danke, Duftes, fürs Schnurren. unzählige allergische Artefakte sind dank der Klauber mittlerweile ins Labyrinthus gebracht worden. Naja, vielleicht. Ey, nicht vielleicht. Du, dann schmeiß ich dich morgen einfach raus. Irgendwie kriege ich dich dazu. Oder ich hetze eine Mappe auf dich. Keine Ahnung. Ich krieg dich irgendwie. Irgendwie kriege ich dich dazu, dass du nicht guckst. Wir hacken uns in deinen PC ein. Und in dein Handy. Und in alle elektronischen Geräte, die in deiner Umgebung sind. Nur damit du das Ende nicht siehst. Und ich habe eine Nachricht von Vater erhalten. Juhu. Soll ich mir halt heute ein Video vom Ende an? Dann darf ich schauen, weil ich das denn jetzt schon kenne. Oh. Okay, so lange halte ich nicht durch. Das höchste, was ich schaffe, sind 6 bis 8 Stunden. Ich habe sogar schon 24 Stunden durchgehalten, aber das ist hart. 24 Stunden sind echt hart. Ich kann dich auch nicht mehr so oft machen. Ich merke, ich werde alt. Ich bin 25 und werde alt. Ich kann nicht mehr so lang wach bleiben. Das ist echt traurig. Weißt du, vor 5 Jahren, da habe ich noch teilweise ein komplettes Wochenende geschafft, durchzuzocken. Jetzt bin ich schon fertig, wenn ich so nach 17 bis 20 Stunden irgendwann mal ins Bett gehe. Da bin ich schon müde, kaputt. Also, ich werde alt. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste in dem Punkt. Ansonsten fühle ich mich sehr jung. Ich fühle mich auch nicht wie 25. Aber wenn es ums Wachbleiben geht, bin ich alt. Da der bunte Morgenröte seinen Teil der Abmachung eingehalten hat, werden wir nur dasselbe tun und uns zuerst den Kontakt zu Heilin ermöglichen. Allerdings warnt er, dass er kein ungefährliches Unterfangen sei und wir uns gut gerüstet und für alles gewappnet in der Aporia einfinden sollen. Genauso würde ich auch sofort in Angriff nehmen, wenn ihr alle damit einverstanden seid. Nichts scheint mir im Moment wichtiger, als Heilin nach ihren Absichten zu fragen. Selbstverständlich nach einem Weg, wie diese Katastrophe aufzuhalten ist. Aus allen Ecken der Welt sind unsere Freunde nach Schalayan gereist, um zu helfen, wo sie nur können. Ich werde mich nun selbst den vielen Verwaltern und Schreibern des Rats anschließen und all seine Hilfskräfte auch ordentlich einsetzen, um auch all seine Hilfskräfte ordentlich einsetzen zu können. So. Dann mit meinen 32. Ey! Dreh deine Zahl um! Dreh deine Zahl um, dann bist du jung! Wenn ich meine Zahl umdrehe, dann bin ich noch älter. Also... Hybrid, raus. Du bist jünger. Raus. Ab. Ich fühle mich gleich noch weiter. Es geht doch nur um das Wachbleiben. Es ist doch nur bezüglich des Wachbleibens. Ansonsten fühle ich mich jung. Es geht nur um das Wachbleiben. Und hallo, Kaya. Es geht nur ums Wachbleiben. So. Geht sofort weiter. Das ist eine großartige Idee, Tataro. Dein meisterliches Organisationstalent wird sicherlich rasch Ordnung in die Sache bringen. Wir machen uns derweil auf in die Aporia. Stimmt, ich will meine dicke Katze mal wieder ausrüsten. Also ausrüsten. Ich bin nur erst 22, das ist schon uralt. Alter, raus! Hybrid, ab! Ab in die stille Ecke! Du mit deinen süßen, zarten 22! Wie geht's dir, Frisches? Mir geht's gut. Frisches hat ein bisschen Kopfweh. Und Arm tut weh von der Impfung, aber sonst geht's ihm sowas eigentlich ganz gut. Der liegt gerade im Bett. Und lümmelt da mit dem Mund rum. Hab ja gerade nach ihm gesehen.
Also, dem geht's soweit. Ist okay. Hat aber natürlich weiterhin Bettruf. Verordnung. Ich würde sie nicht dran halten, aber wenn er da ein bisschen drin liegen bleibt, dann ist gut. Soll er sich gut erholen. Ja, schön, dass es dir gut geht. Ja, ja. Ich habe mein Outfit. Ich bin glücklich. Fessin. Das nimmt ganz komische Züge an, Kaya. Weißt du das? Das nimmt ganz, ganz komische Züge an. So, wir sollen nach Aporia zurück. Aporia. Da. Damit er liegen bleibt. Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, Kaya. Ich kenne deine Gedanken. Die Gedanken deiner Gedanken. Die Gedanken deiner Gedanken deiner Gedanken. Dahin. Ein Schelm mit Fell. Ohne Scheiß. Haben wir sogar, aber habe ich irgendwann mal von meinen Mädels Geschenk gekriegt. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das irgendwann mal zum Geburtstag Geschenk gekriegt. War noch vor der Zeit mit Frisch. Dann habe ich auch nur gedacht so, jupp. Okay, ich glaube, die habe ich aber mittlerweile weggeschmissen. Ich glaube, die besitze ich schon gar nicht mehr. Sind nach dem ersten Umzug, glaube ich, rausgeflogen. Bestimmt muss es sein, kennen wir doch. Ja, natürlich. Aber 100%. 100%ig buschig. Jetzt auch in ihrem Fachhandel. Ah, du bist hier. Gut. Der Rest des Bundes ist bereits eingetroffen. Wenn du keine weiteren Bedenken hast, Bedenken hast, die ich spontan ausräumen kann, sollten wir uns sputen. Sprich mit Clarilane. Gleich in dem Gebäude hinter mir. Sie wird dich in die unteren Ebenen bringen. Bin mal raus und hau mich ein wenig aufs Ohr. Viel Spaß auch. Danke und vielen, vielen lieben Dank nochmal für deinen Raid. Und ruh dich schön aus. Es sei dir gegönnt. So, hi. Aidaria samt Foto, richtig? Ich weiß schon Bescheid. Darf ich ihn da unten bringen? Da. Sie dürfen! Nun denn, unser Weg führt uns direkt ins erste Labyrinthus. Schalayans, bestgehütetes Geheimnis. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Es ist eine Einrichtung, die einerseits für die Konstruktion der Rettung errichtet wurde und andererseits als Kontaktstelle zu Heilin. Deswegen liegt sie auch so tief. Tomazin, wo alles begann und nun die Fäden des Schicksals abermals zusammenlaufen. Bitte folgt mir. Ah, jetzt geht es tatsächlich einfach ganz unten. Aber ich darf reiten, ja? Danke. Ach du grüne Neune. Schick. Denke ich mir schon mal auch gerade. Also mein Charakter. Das ist aber nicht diese komische Arche, oder? Oder doch? Damit werden nun alle versammelt. Ah! Ich vergesse es jedes Mal. Irgendwann, ne? Sie mag euch auf den ersten Blick reichlich schmal vorkommen. Das geht. Doch die verhältnismäßig dünne Verkleidung des Rumpfes spart Gewicht
Auch der Ätherverbrauch während des Fliegens ist bis aufs Äußerste optimiert, um maximale Frachtkapazität zu gewährleisten. Darüber hinaus wirkt im Inneren ein permanenter Verkleinerungszauber, der euch sicherlich unter dem Namen Wicht geläufig ist. An Platz wird es also nicht mangeln. Oh, wir werden dann also alle geschrumpft. Und dennoch fehlt der Rettung gerade noch ihr Herz, der Ätherantrieb. Dem hat sich Meister Kukui jedoch sofort angenommen und die Verbesserungen schreiten in äußerst rasantem Tempo voran. Nicht zuletzt dank der zahlreichen Helfer, die sich dem Unterfangen angeschlossen haben. Ich habe keinerlei Zweifel, dass es ihnen gelingen wird. Die Metallwerke haben die Welt schließlich schon einmal mit ihrem Genie vor dem Untergang bewahrt. Während die Arbeit durchgeführt werden, suchen wir also das Gespräch mit Heilin. Das ist auch von hier in Thomazin aus möglich, sagst du? Ganz recht, ich will mein Versprechen nun erfüllen, aber erlaubt mir noch ein letztes Wort der Warnung. Es wird euch bis auf Äußerste fordern, zu ihr durchzudringen. Oh je. Yeah. Haben wir jetzt eigentlich die letzte Wind-Ether-Quelle schon gekriegt? Nein, ne? Ah, okay, das beantwortet meine Frage. Das sind dann nur noch 16 Quests. Ihr seid gewarnt, die Aussicht auf Gefahr hält euch aber vermutlich nicht auf, nehme ich an. Dann stellt euch noch ein letztes Mal... Ich habe das Gefühl, es gibt eine Ini. Ich werde euch nach unten führen, ganz wie versprochen. Ich habe echt das Gefühl, es gibt eine Ini. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Und was ist es? Was ist es, mein Schatz? Ach, du grüne Neune. Ah. Ja gut, gehört halt zu Steampunk, ne? Aber ich mach sie trotzdem weg. Ich mach sie dennoch weg. Obwohl sie eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Ich habe aber trotzdem ein ungutes Gefühl, was jetzt kommt. Der Wille des Planeten. 89. 89. 89, okay. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Seid ihr bereit? Gut, dann folgt mir bitte auf die andere Seite des Schiffs und tretet auf die Brüstung hinab. Ohne Scheiße, ich kann ja drin auch fliegen. Ah ne, fliegen kann ich hier drin nicht, aber ich kann draußen fliegen wahrscheinlich. Gut. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt hier drin fliegen können. Aber wir können fliegen. Da. Nur noch ein Gebiet.